Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Lederpflegeroutine an meinem Kappzaum. Es ist nicht so, dass ich nichts anderes hätte zum Einfetten und es wartet auch noch das Brustblatt, die Zugstränge, wie das so ist. Mit der lieben netten Zeit kommt man leider nicht zu allem, aber ich werde euch auf jeden Fall die Routine heute an unserem Kappzaum zeigen. Der ist übrigens vom Equistore Allerhof, falls das jemanden von euch interessiert. Und ich bin mit der Passform echt zufrieden und bin froh, so einen Kappzaum zu dem Preis gefunden zu haben und kann euch den gerne mal in der Infobox verlinken. Und nein, dieses Video ist nicht gesponsert von irgendwem oder so. Ich wollte euch einfach mal meine Lederpflegeroutine zeigen, weil ich es auch immer interessant finde, das von anderen Leuten zu sehen. Und deshalb habe ich heute ein Video für euch, in dem ihr sehen könnt, wie wir das mit der Lederpflegeroutine so handhaben und wie ich da einfach so vorgehe. Ich habe keinen festen Plan, wie oft ich meine Ledersachen einfette. Ich mache das einfach so ein bisschen nach Gefühl, aber mindestens zweimal im Jahr ist das schon dran. Bei solchen Dingen wie den Kappzaum oder das Brustblatt, was ich da ein bisschen öfter benutze, kann es auch ein bisschen häufiger vorkommen, je nachdem, wie oft ich halt die Artikel nutze. Aber man merkt ja auch, wenn die mal wieder dran sind, ein bisschen poröser werden, dreckiger werden, je nachdem. Und dann versuche ich schnellstmöglich dabei zu geben, wie das halt zeitlich irgendwie möglich ist. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video und hoffe, dass es irgendwie interessant für euch ist. Das hier ist übrigens der Kappzaum in Größe Mini-Shetty und ich finde den vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich echt super. Der ist, wie schon erwähnt, aus Leder, sonst wäre ja nicht in dieser Lederpflegeroutine. Und ja, Passschnittchen scheint dir echt gut und ich bin mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich zufrieden. Und jetzt aber zu den Produkten, die ich benutze. Ich benutze hier die Sattelseife von Derby. Bin mit der sehr zufrieden. Ich habe bis jetzt auch noch keine von irgendeiner anderen Marke getestet, aber finde die halt echt in Ordnung und bin sehr zufrieden damit. Die hat auch so ein kleines Schwämmchen dabei, das heißt, man kann dann gleich schön in die Sattelseife gehen und hat das Schwämmchen immer mit parat. Ebenfalls von Derby benutze ich das Lederfett. Das finde ich, riecht wirklich sehr angenehm und sehr gut nach Leder und Fett und ist so gelb und man sieht, ich habe es auch schon relativ gut genutzt. Und mir gefällt das wirklich sehr gut. Also nutze ich immer sehr gerne und ist ein Must-Have, wenn ich meine Sachen einfette, damit die dann auch schön gesund und haltbar bleiben. Und dann nutze ich gerne noch von Efax diesen Sofort-Leder-Glanzschwamm, weil ich den halt einfach super finde für den letzten Schliff nochmal, damit das alles nochmal ein bisschen besser glänzt und richtig schön aussieht. Und der hat hier halt so ein Schwämmchen mit irgendwelchen besonderen Inhaltsstoffen, die das Leder halt nochmal zum Glänzen bringen und noch ein bisschen pflegen. Also für meine Lederpflegeroutine baue ich natürlich zuerst mal die Teile auseinander. Bei der Trense oder bei den Trensen mache ich das gerne so, dass ich mir aufschreibe, in welchen Löchern ich die eingestellt habe, aber beim Kappzaum kann ich mir das noch gerade so merken. Das ist bei Schneewittchen und Shetty ja sowieso im einen noch unterschiedlich, in welchem ich da einstelle. Von daher brauche ich mir das da nicht notieren. Ich baue dann den Kappzaum auseinander und beginne erstmal damit, dass ich mir die Sattelseife nehme, ein bisschen in Wasser eintunke und halt mir ein bisschen Sattelseife nehme und auf dem Kappzaum verreibe. Ich putze sozusagen das Leder damit und mache das halt so oft, also ins Wasser eintunken, dann wieder Sattelseife nehmen, bis das Leder schön sauber ist und ich dann damit weiterarbeiten kann. Wenn ich dann mit der Sattelseife fertig bin, dann halte ich die Lederartikel nochmal einmal unter das Wasser und mache mit dem Schwamm noch die restliche Sattelseife ab. Ist natürlich fürs Leder nicht ganz so super, weil viel Wasser daran kommt, aber es wird ja danach direkt eingefettet, von daher passt das dann schon. Bevor ich dann das Lederfett auftrage, lasse ich den Kappzaum erstmal ein klein bisschen trocknen. Das Lederfett trage ich gerne mit so einem Schwämmchen oder einem Lappen auf und schmiere das einfach gleichmäßig über die Lederstellen. Kleinen Stellen oder auch an den Ecken und Kanten oder Zwischenräumen, da nutze ich gerne so eine Zahnbürste, wie ihr hier seht, weil man damit halt echt richtig gut in die Zwischenräume kommt und das Leder bekommt dann überall Pflege und gerade in den Zwischenräumen und an den Stellen, wo die Schnallen sind und so, benötigt es ja besondere Pflege und da kommt man mit der Zahnbürste halt echt gut hin. Von daher ist das mal so ein kleiner Tipp von mir, nutzt eine Zahnbürste, wenn ihr in die Zwischenräume des Leders kommen wollt oder an irgendwelche Stellen, wo man mit dem Lappen einfach nicht so gut rankommt. Wenn ich dann das komplette Leder damit eingefettet habe, ist natürlich so ein Lederschleier da drauf und dann lasse ich das auch erstmal einwirken. Manchmal reicht es ein paar Stunden, manchmal mache ich das auch über den Tag, dass ich dann den Kappzaum einfach über den Tag drin lasse und das Leder gut einziehen lasse. Und danach benutze ich dann gerne nochmal den Sofortglanzschwamm und gehe damit einfach nochmal übers Leder, dass das halt so ein bisschen Glanz bekommt und ein bisschen schöner noch aussieht und halt noch mehr zum Strahlen kommt. Und dann ist die Lederpflegeroutine soweit auch fertig. Den Kappzaum lasse ich dann noch einen Augenblick wieder trocknen und alles komplett einziehen. Und wenn das passiert ist, baue ich ihn wieder zusammen
und hänge ihn wieder zurück und kann ihn dann auch wieder benutzen. Kurz nach der Lederpflegeroutine benutze ich den natürlich nicht und lasse das Leder erstmal einfetten und einwirken. Und danach kommt er dann wieder zum Einsatz und ist wieder startbereit, gut gepflegt und hält hoffentlich gut und lange. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr habt vielleicht ein bisschen was mitgenommen oder könnt irgendwelche Tipps daraus nehmen, was ihr bei euch jetzt auch noch anwenden könnt. Und ansonsten pflegt eure Ledersachen gut. Sie werden es euch danken und bis zum nächsten Video. Tschüss! Unsere Lederpflegeroutine an einem ganz normalen, ungeschminkten Alltagstag.